wieder Sonntag, der zweite Teil des Natural Leadership Talk mit Markus Wasmeier, Ski-Abfahrtslegende, Museumsdorfbetreiber und inzwischen auch Autor. Er hat das Buch geschrieben, Da Horn, erschienen im Ankerherz Verlag. Ein Interview, was mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und ich will auch gar nicht lange drumherum reden. Hier kommt der zweite Teil. Viel Spaß damit! Was sind so deine persönlichen Führungsleitsätze oder hast du vielleicht einen Leitsatz, wo du sagst, so ja, das ist es? Also der oberste Leitsatz ist immer, was ich vorher schon gesagt habe, Augenhöhe, von oben nach unten. Ein Gefühl aufzubauen, jeder ist wichtig, egal was er macht. Also was für, ob es der Spüler ist oder ob es in der Verwaltung und im Management ist, die haben alle das Gleiche, sie arbeiten, sie gehören dazu, wir sind ein Team und jeder Baustein ist ein wichtiger Baustein, dass es überhaupt funktioniert. Und das Allerschönste ist, wenn halt wirklich einmal die Hütte brennt, dass du so viel Arbeit hast, weil uns momentan die Leute überfallen haben, weil es nicht planbar ist, immer wegen Wetter und man sieht, dass jeder jeden hilft. Wenn es irgendwo ansteht, dann ist es genau das, was ich erreichen will. Wir zusammen machen das und wir zusammen stemmen dieses Produkt und geben unseren Gästen das große Erlebnis, wie wir es gerne auch hätten. Und das ist, glaube ich, auch wieder der Teil Vorleben, das zu tun. Auch die Faszination, die Freude und nicht das Christgrämige und vielleicht nur schimpfende Führungsperson zu sein. Gibt es Vorbilder so im Hinblick, einmal vielleicht auch im Sport, was waren damals deine sportlichen Vorbilder und was sind heute so deine Vorbilder im Hinblick ja auch auf Führung eines Unternehmens? Naja, das habe ich eigentlich nie so recht gehabt, auch im Sport nicht. Es hat zwar einen in dem Stemmack gegeben, der eigentlich bis heute noch der wo am meisten Siege hat, aber den wollte ich eher irgendwann einmal hinter mir sehen. Das war eigentlich so mein Vorbild, den einfach zu schlagen, also zeitlich natürlich. Ne? Und bei der Arbeit, mein Vorbilder nicht. Ich habe viele Freunde, ich habe viele natürlich Menschen, die auch die Leidenschaft mittragen und die mir sehr gut als Ratgeber dastehen und Rat nehme ich gerne an, aber muss ich natürlich immer schauen, dass ich das selbst dann auf meine Seite umsetzen kann, weil sowas gibt es ja kein zweites Mal. Und so viele einzelne Branchen, was in dem Museum stattfindet, von der Gastronomie bis zur Verwaltung, bis zum Museum, bis zu Führungen, bis zum Merchandising und so weiter und Verwaltung und Event, also das sind so verschiedene Abteilungen, die muss man erst selbst lernen und da ist man natürlich auf Ratschläge immer ganz gut beraten, wenn man sich da dann seine Wege aussucht aus diesem Ratschlag. Du hast gerade gesagt, wie viele Abteilungen in diesem Museum sind. Wie hast du das gemacht? Ich meine, das ist ja nicht selbstverständlich als Skirennläufer, dass man auf einmal Ahnung vom Merchandising hat, auf einmal Ahnung hat von Verwaltung, auf einmal Ahnung hat von Gastronomie. Wie hast du das gemacht? Wie hast du das gewuppt? Ja, am besten selbst rein in dieses Materie, selbst dort arbeiten, um einfach einmal mitzubekommen, was ist da eigentlich echt für ein Problem. Beziehungsweise auch, wenn ich es jetzt nicht im Detail verstehe, wie in der Gastronomie, ich bin jetzt keiner, der kocht, selbst in der Küche mal stehst oder in der Schankanlage oder beim Gast unterwegs bist, dann kriegst du oft einmal auch die Probleme mit mehr, als wie wenn du nur daneben stehst. Und das sind halt spannende Prozesse und erst dann kann ich auch verstehen, was oft die Probleme der Mitarbeiter sind. Und dann können wir auch auf gleicher Ebene sprechen. Also das ist halt auch ein wichtiger Punkt, dass man weiß, um was es jetzt gerade geht. Sonst wäre es ein bisschen schwer. Machst du das heute noch, dass du dann auch nochmal in
so in die Materie springst, wo halt gerade das Problem ist? Ja, sagen wir mal so, oft ist, wenn du das Zepter in die Hand nimmst, weil es gerade Chaos ausbricht, das ist ja meistens in der Gastronomie, wenn du rechnest, es kommen 100 Leute und auf einmal stehen 800 da, dann wird es halt einfach sportlich und dieses Sportliche, das sollte man halt dann eher wie ein Dirigent dann dirigieren, das kann man machen. Wenn es aber dann wirklich so ist, dass jetzt momentan eine Person ausfällt, dann versuche ich natürlich diese Position dann zu übernehmen oder eben woanders, dass da wer das arbeiten kann. Also das ist immer so ein Miteinander und ja, kann schon sein, dass ich mal selber 3 Stunden an der Schankanlage stehe. Okay, dein neues Buch, Dahorm. Warum es wichtig ist, Werte zu leben? Das ist ja, das spiegelt sich ja schon auch in dem wieder, was du gerade auch erzählt hast. Warum ist es wichtig, auch Werte in puncto Führung zu leben? Also Werte sind ein wichtiger Teil. Es geht ja schon mal von Anfang an los, wie ich vorher schon mal erwähnt habe mit diesem Vorleben. Ich bin viel in der Welt unterwegs und es sind bei jedem Menschen immer die gleichen Werte. Es geht um dessen, wie geht man auf Menschen zu, eben in gleicher Augenhöhe, mit einem Lächeln oder mit einem Hallo kann man schon mal alle Türen öffnen. Es ist egal, ob du die Sprache beherrschst oder nicht. Es öffnet auf alle Fälle alles. Das ist wie auf Kinder, wenn du grießgrämig auf ein Kind zugehst, wird es nie freundlich dich begrüßen, beziehungsweise wird eher davonlaufen. Kommst du mit einem Lächeln entgegen, wird es sicherlich mal gar nicht diese Reaktion bringen und eher mal neugierig sein. Und genauso ist mit einem erwachsenen Menschen. Der versteckt natürlich recht viel, was ein Kind nicht macht. Aber das ist ein wichtiger Teil, was ich auch von meinen Eltern mitbekommen habe und auch meinen Kindern mitgebe, dass man jeden Menschen so behandelt, wie man gerne selbst behandelt werden will. Immer, man sieht sich zweimal im Leben und das sind so wichtige Punkte und ich erlebe es mit Erschrecken ab und zu, wie Menschen nicht einmal gelernt haben, ein ganz normales Hallo oder ein Grüß Gott oder wie auch immer die Sprache sein soll, eine Begrüßung stattfindet, anstatt dessen, was sie machen, indem dass sie gleich befehlen, kommen Sie mal her oder ich will das jetzt. Also man lernt den Kindern bitte und danke, wenn man was will. Und das ist so erschreckend, dass ich unbedingt mal das auf Papier legen wollte. Und ebenfalls natürlich auch dieser Begriff Heimat. Dieser Heimat, der immer so ja, veruntreut wird. So, das haben wir im Dritten Reich schon gehabt, das haben wir jetzt mit der AfD. Das ist alles sowas von einem Humbug. Das ist, Heimat hat nichts mit ortsbezogen zu tun. Heimat ist für mich ein Gefühl. Und es ist egal, ob er schwarz oder wie auch immer aussieht. Das ist nicht mit einem Menschen, jeder Mensch kann Heimat fühlen und da, wo er ist, wo das Gefühl ist. Und erst, wo alles zusammenpasst, kann das sogenannte Dahorm entstehen, wo man seine Wurzeln schlägt. Das heißt. Und das ist halt das, was mir ganz stark am Herzen gelegen ist. Und um das einmal mit meinen Geschichten, die ich erlebt habe, ja, als Beispiel, ich will jetzt nicht einen Ratgeber machen, das wollte ich nicht, aber zumindest aus der Geschichte mal erfahrt, wie ich damit umgegangen bin und wie sie ausgehen. Und ich kann nur eins sagen, es war für mein Leben so bereichernd, das ist so einmalig und ich kann es nur empfehlen, das ebenfalls so zu machen. Okay. Ich habe da auch so ein paar Stichworte gelesen. Abenteuer Fidschi, was verbirgt sich denn dahinter? Naja, das ist auch so eine Geschichte, dass du mit wenig ganz schön weit kommen kannst, dass du auch mehr oder weniger mit natürlich mit Naivität, wenn du 20 Jahre jung bist, dann denkst du natürlich nicht an die Folgen, die passieren können, aber trotzdem, das ein Erlebnis war für mich, das eigentlich mein ganzes Leben verändert hat, indem dass ich gewusst habe, so und jetzt bin ich selbstständig. Ich kann eigentlich alles überstehen, sogar diese Geschichte. Und ich sehe es jetzt eher als witzig, aber im Nachhinein, wenn man das so betrachtet, war es gar nicht so
Okay. Ich habe dann auch noch sowas gelesen, so ein Stichwort Rat eines kanadischen Indianers. Magst du da was zu sagen? Ja, das ist natürlich eine Geschichte, die ist skurril, würde man vielleicht sagen, weil dieser Indianer, den ich da damals 87 kennengelernt habe in Calgary, das war in den kanadischen Rocky Mountains, und das war so ein Trip mit einer Zeitung, und das war halt so von den Journalisten so gewollt, hey, jetzt fragen wir mal den Indianer, ob der Wasmeier auch Olympia gewinnt. Okay. Und der Indianer hat doch mich so angeschaut, und der war übrigens 95 Jahre alt, hat dann gesagt, nein, der Wasmeier hat kein Glück. Für mich war das natürlich so ein Thema, wo ich gesagt habe, ja, der hat ja keine Ahnung, der ist ja noch nie auf Skibrettern gestanden. Also was soll der da daher quatschen? Mhm. Und er sagte, er wird erst Glück haben, wenn er ein Haus gebaut hat, wenn er eine Frau geheiratet hat, wenn er einen Sohn gezeugt hat und dann der Adler ihm begegnet ist, dann wird er Glück haben. Mhm. Und lustigerweise hat aus der ganzen Geschichte dann wirklich eine Situation gegeben, dass genau wie das alles zusammengetroffen ist, dann das Glück gekommen ist. Ach, guck mal. Aber erst 8 Jahre später oder 7 Jahre später. Und das ist eigentlich die lustige Geschichte, weil es war das erste Mal, also das letzte war der Adler, und wenn mich der praktisch dann, wie ich den getroffen habe, habe ich den Journalisten wieder angerufen. Und das erste, was er sagt, sagt bloß, der Adler ist gelandet. Das ist sehr cool. Es ist eine nette Geschichte am Rande, es ist eigentlich sehr unterhaltsam geschrieben, und das ist halt auch ein Teil, wo ich sage, dass der Indianer halt doch nicht so blinkt. Ja, steckt ja vielleicht auch so ein bisschen die Interpretation von Glück drin. Ne? Was ist denn Glück? Genau, ganz genau. Er war ein sehr weiser Mann, also muss ich nachträglich schon sagen. Ja. Und vor allen Dingen, er hat das eine. Ich habe ja das als Sportler immer nur so als Glück bezeichnet, dass ich Glück habe, den Wettkampf zu gewinnen. Mhm. Aber dieses Sportlerleben ist ja nur ein ganz kurzes. Das ist eins von deinen, werde ich 100, was mein Lebensziel ist, nur ein Fünftel davon gewesen. Und das Leben besteht ja aus wesentlich mehr. Und da ist die Familie natürlich ganz, ganz vorne dabei. Klar. Was machst du immer noch so, wie du es damals als Sportler gemacht hast? Beziehungsweise welche Techniken oder auch welche Eigenschaften, die du damals als Sportler genutzt hast, helfen dir heute in puncto Führung? Also in allen hilft mir das sehr stark, und zwar Dinge, die ich wieder angehe, neue Dinge, die ich umsetzen will. Ich arbeite sehr viel in Bildern. Jeder Mensch, der arbeitet in Bildern, jeder Erwachsene macht so 8000 Stück pro Tag, und die kannst du selbst belegen mit deinen eigenen Emotionen oder mit deinen positiven oder negativen Unterschriften. Mhm. Unterschriften. Und das war im Sport für mich ganz wichtig. Man muss sich immer vorstellen, wenn man eine 4 Kilometer Strecke vor sich hat, die man nur eine Stunde Zeit hat, die zu besichtigen, da lernt man jeden Meter kennen. Denn wenn du mit 130 oder 140 Stundenkilometer daherkommst, sind die Meter schneller mal vorbei, und du kannst, wenn du dir das nicht genau eingeprägt hast, einen Fehler machen, der dann richtig wehtut. Weil mit dieser Geschwindigkeit ins Gelände zu gehen, ist halt einfach, du brauchst eine Überlebungsstrategie. Mhm. Und diese Emotionen, die Bilder, wo sie produzieren, werden auch mit Emotionen ein bisschen belegt. Werden mit dem Weg belegt, werden mit den Schwierigkeiten belegt, die ich da mit einbaue. Und so läuft es ab wie ein kleiner Film. Und wenn ich bestimmte Projekte beginne, dann entstehen die alle im Vorfeld schon in meinem Kopf. Mhm. Ich gehe praktisch in meinem Kopf mit den Bildern genau diese möglichen Wege durch, und dann erst bin ich mir sicher, ob das auch wirklich so funktioniert. Sport auch so gewesen, wo ich Probleme gehabt habe, in Gedanken alleine das zu meistern, war es dann in der Praxis genau das Gleiche. Und
mit Sport ist auch so, oder wenn man einer zum Beispiel ganz normal in der Schule mal einen Vortrag machen muss und er hat eigentlich überhaupt keine Ahnung, was er da spricht, dann wird es sicherlich nicht gut werden. Mhm. Weiß er, von was er spricht, dann wird es sicherlich ein guter Vortrag werden. Mhm. Okay. Also das heißt, du arbeitest auch sehr viel so mit so Visualisierung. Das ist, glaube ich, des Menschen Grundeigentum. Erinnert sich natürlich auch immer an die visuellen Dinge, die Bilder, die dir natürlich prägend sind. Sei es genauso, wenn eine Tragödie ist, die bleiben einfach im Kopf hängen. Sei es auch schöne Momente, sei es Momente mit den Kindern, die bleiben hängen. Und die Gesellschaft selbst ist eher so, wenn ich die so betrachte, eher so diese Jammergesellschaft geworden. Mhm. Das größte Jammern beginnt schon beim Wetter. Jeder weiß, dass er eigentlich Wetter nicht ändern kann. Warum belege ich das so negativ? Mach das Beste draus. Also nimm das Positive raus. Das spart dir so viel Energie, das gibt dir sogar Energie. Und das sind Dinge, die du im Berufsleben genauso hast. Wenn Schwierigkeiten kommen, die zu meistern, weil du vielleicht schwierige Personalgespräche führen musst, dann geh dir vorher mit dem Kopf, mit den Bildern, den gegenüber zu sitzen, geh dir durch, was wenn das passiert oder wenn das passiert. Dann bist du vorbereitet, dann kannst du ganz anders agieren, als wie dass du dann auf einmal vom Kopf gestoßen bist und vielleicht die Kontrolle verlierst über dein Tun. Und das soll ja nicht sein, du sollst ja immer die Kontrolle behalten und damit auch gut reagieren. Und das sind so Führungsaufgaben, die, glaube ich, ganz wichtig sind, dass du nie die Kontrolle selbst verlierst und dich in die gleiche Emotion des anderen reinbegibst. Ja, klar, auf jeden Fall. Ich bin schon fast am Ende mit meinem Interview und jetzt kommen noch so ein paar kurze Fragen, Antworten. Kannst natürlich auch gerne ein bisschen länger antworten. Drei Persönlichkeiten, mal abgesehen von deinen Eltern, die dich geprägt haben und warum? Also ganz stark meine Frau. Mhm. Meine Frau hat mich, wir haben uns kennengelernt in einer Zeit, wo es noch nicht so gut sportlich gegangen ist. Das war auf alle Fälle eine große Stütze und das ist bis heute, ist, wir gehen durch dick und dünn. Wir sind ja doch schon 27 Jahre verheiratet, mhm, und ich will keinen Tag missen und wir sind ein Mega-Team und meine Frau hat mich da sehr viel mit ihren eigenen Lebensphilosophien, man muss ja verstehen, sie kommt aus Südtirol. Und es ist schon ein bisschen das südliche, ländliche Flair, die gewisse Leichtigkeiten mit reinbringt. Mhm. Das hat mir nicht geschadet. Dann gibt es ein paar Freunde, die für mich einfach extrem wichtig sind, ihre Ratschläge auch aufzunehmen, mit denen im Endeffekt weiß jeder, wann irgendwas ist, jeder steht für den anderen da. Und so ganz wichtige Dinge. Da brauchst du nicht viel, aber wenn du ein paar hast, dann kannst du dich glücklich schätzen. Auf jeden Fall. Drei Bücher oder und Filme, die du auf jeden Fall des Öfteren gelesen hast, beziehungsweise des Öfteren gesehen hast und die du empfehlen kannst. Vielleicht auch im sportlichen, aus sportlicher Sicht oder im Hinblick auf Führung. Also Bücher. Natürlich schon einige Bücher, die ich gelesen habe, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich bin sehr auf Abenteuer bezogen. Wenn ich einmal wirklich absacken will, um einfach einmal nichts zu denken, dann sind es eher diese Bücher über andere Länder, die wo mich eigentlich interessiert, was hat das Land alles für Werdegang. Mhm. So für mich ein Abenteuer, das. Was kannst du da empfehlen? Weil, ich sag mal, zur Entspannung, man muss sich ja nicht ständig mit seinem Fachthema befassen, sondern auch mal, auch mal absacken und sich mal eine Pause gönnen. Was kannst du empfehlen? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon Zeit lang her, wann ich Zeit gehabt habe, das letzte Mal. da muss ich ganz ehrlich, also ich weiß noch, weil eben auch das Land bereist, schon seit ein paar
wirklich spannend. Das Buch suche ich mal raus und das verlinke ich in den Shownotes. Dein Buch selbstverständlich auch. Ich würde mich freuen. Na klar. Es wird jeder etwas finden. Es wird jeder als Betroffener, der das Gleiche mitgemacht hat, was ich als Partner mitbekommen habe, wie man mit einem Thema Krebs umgeht, wie man mit Niederlagen umgeht, wie man eine Faszination in anderen Ländern mit Menschen Dinge erleben darf. Und das sind alles so Dinge, die ich gerne erzählen will. Und speziell, nehmt euch Zeit für die Kinder. Es ist unser Geschenk und es ist unsere Zukunft. Und die geht so schnell vorbei. Und kann ich jeden Elternteil nur empfehlen, nehmt euch jede freie Sekunde, was ihr wegzwicken könnt. Gebt sie nicht ab andere Menschen, die dann euer Kind großziehen. Das unterschreibe ich mal so vorbehaltslos. Wen würdest du denn gerne mal hören, was du dir vorstellen könntest, wo du sagst, oh, da wäre ich doch mal interessiert dran? Wen ich hören will, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht personenbezogen. Das ist jeder, der im Leben auch was tut, oder egal, ist es einer, der auf der Straße lebt, ist es einer, der einen normalen Beruf geht, ich muss ganz sagen, alles ist spannend, was die sagen. Also es ist einfach interessant, wie die ihr Leben und man glaubt es oft gar nicht, was an dir vorbeiläuft, die spannendste Geschichten haben, aber halt nie irgendwie die Möglichkeit haben, das irgendwen kundzutun oder vielleicht sich auch nicht trauen. Und jeder Mensch hat seine Geschichte und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist die Neugier immer den gegenüber, wer der ist und den einfach zuzuhören. Das ist schön. Ja, das stimmt. Es macht mir bei diesem Podcast auch unglaublich viel Spaß. Also ne, einmal auch öffentliche Personen zu interviewen, aber auch so Leute, die gerade mal ein kleines Start-up-Unternehmen mit 4 Leuten aufgebaut oder am Aufbauen sind. Das ist unglaublich spannend. Das ist wahr. Markus, vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Wenn die Hörer des Natural Leadership Podcast mehr über dich erfahren wollen und dein Museumsdorf, wie kann man dich erreichen bzw. finden? Ja, natürlich im Netz unter warsmeier.de und da kann man dann nochmal eintauchen, zumindest mal auf dem Bildschirm, und ich kann euch aber noch eines sagen, wenn man es live erlebt, ist es wesentlich schöner. Wie bei allen Dingen, ne? Genau. Gehört dazu, mit allen Sinnen was zu erleben, mit Hören, mit Riechen, mit Schmecken. Und das sind so Dinge, die halt einfach das Ganze nochmal wesentlich mehr toppen, als nur die Bilder. Gut, dann, wie gesagt, ich danke dir für deine Zeit, dein Know-how, dass du das mit uns geteilt hast. Vielen Dank für das schöne Interview. Ich bedanke mich auch und wünsche weiterhin alles Gute und allen Zuhörern, vergesst eines nicht. Jeder Tag ist ein geschenkter Tag. Vielen Dank. Servus. Tschüssi. Ja, habe ich zu viel versprochen? Ich bin ein bisschen verliebt, kann ich ja nicht anders sagen. Das war ich damals schon als Teenie. Nein, aber mal im Ernst, ich fand, das war ein tolles Interview. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, was Markus alles erzählt hat, woran er mich hat teilhaben lassen. Es war wirklich sehr, sehr schön. Ich habe das sehr genossen. Ich hoffe, ihr auch. Das war der Natural Leadership Podcast. Und jetzt kommt wieder das übliche Gequatsche. Mein Name ist Anja Niekerken. Und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und mal ganz ehrlich, wenn die Folge es nicht wert ist, die mal bei iTunes zu bewerten, dann weiß ich es auch nicht. Tschüss, bis zum nächsten Mal.